Ich bin doch gerade erst nach London zurückgekommen. Und wo wohnen Sie, Mr. Nicholson? In welchem Hotel? In welchem Hotel? Soll ich es Ihnen sagen? Im Hotel Royal, wo diese Streichhölzer herkommen. Bitte, hier haben Sie es, schwarz auf weiß, Mr. Nicholson. An Ihrer Stelle würde ich nicht weglaufen. Scotland Yard trifft soeben ein. Etwas hat diese scheußliche Nebelnacht doch für sich, Dr. Morell. Es ist so schön, endlich wieder daheim zu sein. Ja, mir liegt auch sehr daran, endlich mit der Arbeit an diesen Aufzeichnungen fortzufahren. Ärgerlich, so eine Unterbrechung. Ich muss schon sagen, Kommissar Denham hatte es wirklich schnell erfasst, das mit den Streichhölzern. Etwas voreilig zwar, aber immerhin, er hatte recht. Oh, ich weiß, Sie hatten die ganze Arbeit für ihn gemacht. Übrigens, Doktor, da fällt mir noch etwas ein. Tatsächlich, Miss Freya? Es waren gar nicht die Streichhölzer. Nein. Es war der Hund. Miss Frill, Sie fangen wirklich an, mich zu interessieren. Der bellende Hund, der alle Fremden ankläffte, die kamen, der aber keinen Laut von sich gab bei dem Bruder. Das ist der Witz. Ja, und erinnern Sie sich noch? Darum hörte der Wachtmeister den Hund auch nicht am Telefon, als Miss Nicholson ging, um die Tür zu öffnen. Ausgezeichnet. Ja, falls ich vielleicht jetzt mit meinem Diktat beginnen dürfte. Aber das war's doch, womit Sie ihn endgültig überführten. Das war es doch, Doktor, nicht wahr? Ja, ganz recht, Miss Frail. Also, und so schlau hielten Sie damit zurück. Ich warte, Miss Frail. Ich warte. Aber Dr. Morell, bedenken Sie doch, wenn das nicht ein klassisches Beispiel war von... Ganz richtig, Miss Frail. Ein klassisches Beispiel vom unbewussten Zwang, der fatalen Besessenheit, die den Verbrecher zum Schauplatz seiner Tat zurücktreibt. Oh, ich wollte eigentlich sagen, von auf den Hund kommen. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hörten Sie heute ein Kriminalstück von Ernest Dudley. Ein Fall für Dr. Morell. Mit Milja Vögen, Flori Jacobi, Hans-Helmut Dicko, Kurt Haars, Peter Höfer, Gerd Just, Willi Reichmann, Franz Schafheitlin und Fred C. Siebeck. Ton und Schnitt Hans Jacobs und Gisela Holzapfel. Die Spielleitung hatte Oskar Nitschke.